So. Wir haben hier einen Gang, wir haben hier einen Gang. Hier steht aber nicht, was für ein Gang. Specimen Transport. Das glaube ich auch, verstehe ich auch. Schwarzer Harz dringt durch kleine Löcher in der Kiste und man hat Zeit zum Abschied nehmen und die gemeinsame Zeit zu nutzen. Transportkriterium für Exemplare. Limb Regeneration. Das ist eine sehr lange Zeit. Gliedmaßenregeneration. Okay. Warum? Okay. Wir können hier Sachen einstellen. Dazu müssen wir erstmal wissen, was. Project Kitchen Knife. Wahrscheinlich das hier. Warte mal. Ich will nicht auf meinen hübschen Zettel für Riven das machen. Bitte. Das sind drei Abteilungen hier. Das ist einer und das ist einer. Mal gucken. Balken. Dann haben wir Balken runter. Hoch, bup, bup. Hoch, bup, bup, bup. Okay. Und das ist... Okay, ich hoffe mal, ich habe es richtig aufgemalt. Wir werden es mal einstellen. Da ist der Strich. Das ist das zweite und das andere wird wahrscheinlich hier oben sein. Da nicht. Das hier. Muss ich irgendwo drücken? Oder das hier. Oh Gott. Krixelkraxel. Schwarzer Harz. Oh Gott, ich glaube, ich mal jetzt lieber bloß die Linien auf. Okay. Und das da. Kommt dahin. Huch. Nein. Mist. Dass man immer rausklicken kann. Danke, Flo. Mehr Monitorsysteme sind immer doof. Warum kann ich hier... Ich komme hier nicht mehr raus. Hallo. Jetzt habe ich ein Problem. Genau. ich habe gerade ein Problem. Warte mal, ich speichere mal kurz. Vielleicht hilft das, dem Problem entgegenzutreten. So. Ah, so, da muss ich nämlich klicken. Vielleicht müssen wir das andere nämlich eintragen. Genau das habe ich mir aufgemalt. Siehst du, so sieht das aus. Da. So, und dann... Nee. Prost. Das Schlimme ist, guck mal, ich klicke einmal und er springt zweimal. Wobei, das könnte das sein. Und... Aber ich kann ja...
Das ist es. Ich weiß nicht, wo ich drücken muss. Transportcontainer. Wahrscheinlich muss ich hier drüben drücken, wo das ganze Blut ist. Oh. It's here. Tram isn't operational. What do you mean? Can you fix it? No. No, I don't think so. There is no other way out of there. There has to be. Let me look around. Fuck, this is all falling apart. Okay, Quartiermeister. Hier gibt's noch andere Transporte. Project Seed. Oh. What? Oh, nothing, just reading out loud. Okay, gucken wir mal. Bop, 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 bop. Bop, bop, bop. Und dann haben wir das. Und dann haben wir diesen Krübbeldübeldips. Okay, das könnte was werden. Was haben wir hier? This one was for hydroponics. Weiß ich nicht, ob ich das brauche. Medical Bay, this is it. Ach so. Ach, okay. Das ist, sind die Codes für die einzelnen Stationen. Okay. Dann weiß ich jetzt Bescheid, glaube ich zumindest. Das ist ja noch hübsches. Die knotigen Überreste verbogenen Stahls stehen wie Soldaten in bedrohlicher Wartestellung. Die Leiche haben wir. Nichts weiter rum. Okay, ups, nee, zu. So. Dann stellen wir mal jetzt die Krankenstation ein. Das da. Das ist das, was wir hinten brauchen. Das da. Glaube ich. Ah. Das da. Was mache ich jetzt da? Ah. This is either brilliant or very, very stupid. Ja. Brillant natürlich. Quantum devices are not permitted in specimen storage. Quarantine procedures initiated. Quantum Storage Device Reset. Okay, let's see what we can see. It definitely looks like the medical facilities. I think I'm on the right track. Yeah, you're on the medical bay level one. Your daughter is four decks below you. She is so close, John. Ich muss also nur noch die Leiter irgendwo runter. Okay. Dann speichern wir kurz, wenn wir so close sind. So, die Tür ist aufgegangen. Was haben wir hier? Diese Terminals steuern verschiedene Elemente dieses Apparats, aber jedes einzelne scheint hinüber zu sein. Diese Maschine führt vermutlich verschiedene Tests an den Exemplaren durch die Rohre hierher transportiert werden. Okay. Da der Bereich nicht öffentlich zugänglich ist, wurde keine Mühe darauf verwendet, diese Drähte ordentlich zu verkleinern. Ach. I'm not reading any PDTs in your area. They should remain active. Even on the Tell me, John. Why are you working with this jackal? Dr. Milan. Ah. She's been talking about me. Look, I'm nobody. I just want to find my family. Without a family, man alone in the world. Don't bleed up. Trembles with the cold. Are you trembling, John? I
must make no mistake. You are alone. John, are you there? I jammed him from the comm system. What did he say? He knew me. He knew my name. Could he help us? John, this is happening because of him. He did all of this. This is all too much for me, too. I'm just a school teacher. I can promise you that I want to find your family as much as you do. We're in this together. Einkerbung im Fußboden. Mhm. Blutflecken. Ich traue mich jetzt gar nicht, mich zu bewegen hier. Warte mal. Hier war gerade Sequenz. Speichern wir mal kurz. Kiste. Okay. Oh, bitte nicht die ganze Sequenz nochmal neu, oder? Oh. This is strange. I'm not Doch. Reading any Nein. In your area. They should remain active. Ich kann es nicht überspringen. Tell me, John. Why are you working? Warum speichere ich denn eigentlich? Ach so. Nee, ich kann nicht mal Escape drücken. She's been talking about me. Das wäre das Erste, wenn ich jetzt irgendwie Bughunter wäre, ob das geht oder nicht. Without a family, man alone in the world, trembles with the cold. Are you trembling, John? Because make no mistake, you are alone. John, are you there? I jammed him from the comm system. What did he say? He knew me. He knew my name. Could he help us? John, this is happening because of him. He did all of this. This is all too much for me, too. I'm just a school teacher. I can promise you that I want to find your family as much as you do. We're in this together. Oh, mein Bohrer ist weg. Wenn ich den benutze, wäre ich sowieso gleich wieder erschossen, oder nicht? Das ist eine Einkerbung. Ach so. Ist ungewöhnlich sauber. Ich kann... Oh, bitte nicht. Gib mir Escape. Nein, ich muss die Sequenz nochmal gucken. Bitte nicht. Oh, danke. Pull yourself together. Freiliegenden Kanal, okay. Hier ist ein Kabel. Bitte nicht anfassen. Oh, zum Glück. Doch anfassen. Ich dachte, weil es so brutzelte, dass wir gleich weggebrutzelt werden. Brutzel. So, eine Etage tiefer. Dann sind wir uns noch drei. Ach du Kacke. Wir haben hier eine Sentry Gun Computersteuerung.
Dieses Terminal ist mit dem Geschütz daneben verbunden. Darunter liegt ein Haufen leerer Yucca-Cola-Dosen. Oh, jetzt war bei Esther Leichnam zum Lesen. Not the body, too. He's pretty bloodied up. Noch mehr Stromausfälle heute. Verdammt, ich dachte wirklich, das hätten sie jetzt im Griff. Die Leute sind viel schlechter gelaunt als gewöhnlich. Einer meiner Jungs ist heute zusammengebrochen, hat gezittert und sich gekratzt, als wäre er auf Entzug oder so. Ich habe mit den Krankenschwestern gesprochen, die ihn untersucht haben, und scheinbar hat er eine Art Droge im Körper. Er schwor Stein und Bein, dass er sauber sei und nichts genommen hat, aber sie bereiten schon ein Tribunal für den Armkerl vor. Die Sache ist, ich glaube ihm. In letzter Zeit benehmen sich alle ein bisschen merkwürdig. Ja, die Hitze nervt wirklich. Was geschieht mit meinem wunderschönen Schiff? Dieser Scheiße wächst aus dem Wirbelsäure dieses Babys wie ein Krebsgeschwür. Ich schreibe immer wieder Mails an Dr. Malan deswegen, aber er hat noch nie auf keine meiner Nachrichten geantwortet. Ich weiß, dass er sie liest, denn wenn ich ihm mehr als nur ein paar Worte schicke, kommen jedes Mal diese Trottel aus der Hydrokultur runter, um Proben zu holen. Es ist mir neulich gelungen, mir seine Assistentin zu schnappen, und ich habe verlangt, dass man uns sagt, wann wir endlich unseren Anteil in den Rationen bekommen. Sie sah mich an, als hätte sie eine Woche lang nicht geschlafen, und sagte, bald. Keiner von uns schläft gut. Ich versuche jeden Tag mit einem Lächeln zu begrüßen, aber die Schrauber werden langsam panisch, wenn nicht sogar aufständisch. Ständig bin ich damit beschäftigt, Streithähne auseinanderzubringen, anstatt mich um die Wartung der Maschinen zu kümmern. Ich habe schon überlegt, mit einer Gruppe runter zu den Maschinenport zu gehen und das ganze Schiff in die Luft zu jagen, aber ich fürchte, dafür ist es jetzt zu spät. Keine Techniker mehr, keine Hoffnung mehr. Wenn einem diese Dinge genommen werden, hat man nichts mehr. Ich diktiere das hier zusammengekaut unter dem Haupt-Security-Terminal. Ich denke, keines dieser Dinge wird mich hören. Der Rest der Überlebenden hat sich in den Schotten verkrochen. Aber niemand wollte das Risiko eingehen zu gehen, bevor wir nicht irgendeine Form von Schutz haben. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir entweder verhungern oder sowieso sterben, denn dann hat eine überwältigende Mehrheit dafür gestimmt, dass ich losziehen und Hilfe holen soll. Also kam ich durch einen der Wartungstunnel hier runter und habe den Security-Tunnel so programmiert, dass alle Lebewesen mit noch implantierten PDT als feindlich betrachtet werden. So sollten wenigstens die Geschütze auf unserer Seite sein. Ich weiß ja nicht, ob das funktionieren wird, aber mehr konnte ich nicht tun. Jetzt bin ich allein, scheiß drauf, das bin ich gewöhnt. Hab ja nie die Richtige getroffen und so. Ich bin ziemlich sicher, dass ich Lottis habe schreien hören. Ist das Mikro an? Wahrscheinlich sind jetzt alle tot, aber ich weiß es nicht mit Sicherheit. Ich konnte hören, wie diese Dinger die Paneele von Boden und Decken abgezogen haben, als wären sie aus Papier, und ich bin am Arsch, wenn sie mich so unter dem Boden zusammengekauert finden. Guy Fawkes ist bei seiner Hinrichtung mit der Schlinge um seinen Hals gesprungen. Schon gewusst, sie wollten ihn halb strangulieren und dann in Stücke reißen, aber er hat die Henker ausgetrickst und sich selbst das Genick gebrochen, bevor sie ihn weiter foltern konnten. Ich werde es genauso machen. Ich habe nämlich eine Knarre zu meinem Schutz. Zwar nur noch eine Kugel, aber das macht nichts. Ich werde nur eine brauchen. Warte mal. An Dr. L. Rachukpa. Komplette Belegschaft. Liebe Kollegen, alle von Ihnen, die noch in der Lage sind, Nachrichten über das Internet zu empfangen, wissen inzwischen, dass die Kreaturen unsere PDTs benutzen, um an den Sicherheitscheckpunkten vorbeizukommen. Um das zu verhindern, habe ich beschlossen, dass Sie alle sich einer nach dem anderen in Begleitung einer bewaffneten Eskorte zum primären Operationspot begeben werden, um Ihr PDT entfernen zu lassen. Sobald dies abgeschlossen ist, wird die Sicherheitsprotokolle so umprogrammieren, dass Sie jeden angreifen, der noch ein Datentag hat. Öffnen Sie die Türen Ihres Quartiers nicht, bevor das entsprechende Passwort angegeben wird. Das heutige Passwort lautet Aegis. Oder Aegis. Na, wie auch immer. So, was haben wir hier noch? E-Mails und Post. Ach, ey. So. Zum Glück nur eine E-Mail. So sieht es aus. Die nicht definierte Substanz breitet sich weiter aus. Sie hat die Maschinenports D bis G zerfressen, und nach einer kurzen Besprechung mit den Antriebsingenieuren kann ich euch sagen, dass wir einen nachteiligen Effekt auf Effizienz und Geschwindigkeit der Motoren haben. Lange Rede, kurzer Sinn, das Schiff wird erheblich langsamer. Alles, was hier noch an Geschwindigkeit zulegt, ist das Wachstum dieses Pilzes. Sein Ursprung ist nach wie vor unbekannt, aber wir kommen der Sache langsam näher. Wir haben hier eine Krisensituation. Benutzt das stärkste Zeug, das ihr finden könnt, um diese Pilz von den Halterungen der Antriebsscheibe abzukriegen, ohne dabei die Umbauten des Antriebskerns zu gefährden. Viel Glück, Leute. Steve Dryson, Chefingenieur.
Schatten eines langsam drehenden Ventilators. Schön. Hier ist doch der. Oh, hier ist die Pistole. Ich nehme mal die Pistole. Scheint eng zu sein dort. So, Pistole haben wir. Geht schon. Okay. Replace cable sleeving. Ich kann bloß gucken. Da ein Kabel ranschließen? Warte mal, loses Kabel? I can try to make it fit, but it may break. Das ist ja eine Sinnessache des Ganzen. Die Frage ist, ob wir hier überhaupt draußen überleben können. Nein. Also da warte ich jetzt nicht darauf. Kein einziger Körper ist in dieser Verwüstung zu sehen. Wir haben hier auch noch einen Kohleautomaten, den haben wir verschoben, das Kabel haben wir mitgenommen. Wir haben hier noch lose Drähte. Können wir hier vielleicht unsere Drähte damit verbinden? Probably not a good idea. Die Cola kann. Probably not a good idea. I think that would break. I think that would break. Okay, wir werden auf alle Fälle zerschossen. Irgendwas müssen wir doch da machen. Ja. Vielleicht hier. This isn't gonna work. Oder warte mal. Oh. Wir machen es ein bisschen feucht. Oh, ist das kaputt gegangen? Tut mir leid. Bin gespannt, ob das so bleibt. Zur Sicherheit
gespeichert. So, können wir jetzt hier hin? Oh. I hate doors. Indy hasst Schlangen. One override. Coming up. Shit, John. The security systems in medical are inaccessible. Okay. It's like they've been locally reset. I can't access anything. I'll think of something. Blut, aber keine Leichen. Ja, komm, ja, komm. No, that won't work. Warum nicht? Ach, sie ist leer, okay. I don't know what I was thinking there. Irgendwas macht das so einen komischen Geräusch, ja? Oder... maybe. No. Oh. Na denn. Gut, schnauf doch nicht so. Wow. Warning. This area is off limits to all active PDT users. Please see your supervisor for further instructions. Okay, das kann böse werden. That makes no sense. All PDTs. That's everyone. They must have changed security settings. Stop anyone from heading down below. Or coming up. Fahrstuhl. Hier ist ein PDA. Lesezeit. Dieser beschissene Beep. Ich fasse es nicht, was er für ein Arschloch ist. Welcher Mann verlässt eine Frau am Jahrestag? Die arme Danica ist völlig hysterisch. Wegen diesem Beep, ne, musste ich meine Schichten tauschen. Sadie hat da sehr geholfen. Sie ist meine wirklich gute Freundin. Wir waren in der Schwesternschule unzertrennlich, bis sie beschlossen hat, auf Botanik umzusatteln. Scheint, als wäre sie eher für allgemeine medizinische Forschung geeignet, als für die Pflege von Patienten. Das passt schon, ist mir egal. Ich arbeite auf jeden Fall lieber mit Menschen als mit Pflanzen. Auch die neue Gehstege in der Hydrokultur sind ein Bonus. Einige von den Jungs machen ihre Stretching gerne in der Begrünung. Wer hatte doch gleich behauptet, dass die neuen Abteilungen nutzlos sind? Ich weiß ja, dass das egoistisch ist, aber verdammt nochmal, ich hatte so viel um die Ohren, ich muss massenweise Überstunden machen und so undankbare Flachbübs wie Erik führen dazu, dass ich noch mehr an der Backe habe. Meine arme kleine Schwester, den Körper einer 30-jährigen Frau, den Geist eines 16-jährigen Mädchens. Offenbar meinte er, dass Pilot auf der Ozymandias zu sein einfach eine zu große Belastung für eine Beziehung ist. So wie auch die süße kleine Co-Pilotin, die er sich neulich gegönnt hat. Ich habe die Schnauze gestrichen voll von Piloten. Geht es denen eigentlich jemals nicht darum, Frauen aufzureißen? Jemals nicht darum? Ja, okay. Naja, heute Abend sollte okay werden, denn Danica und ein paar von den Mädels kommen vorbei und bringen eine Ladung Champagner de Mars mit. Okay. Die Budgeterhöhung ist Segen und Fluch zugleich. Wir haben auf jeden Fall mehr Ausrüstung, aber nicht annähernd genug Stauraum dafür. Wäre die Groom Lake noch ein Schiff von Modular-Typ, dann könnten wir vielleicht etwas mehr Platz kriegen. Sadie und ich reißen uns hier den Arsch auf. Gott schütze Sadie. Wäre sie nicht, wäre ich inzwischen wahrscheinlich Alkoholikerin. Danica ist immer noch nicht über ihren bescheuerten Ex hinweg und ruft mich fast jede Nacht weinend an, um mir zu erzählen, wie sehr sie ihn vermisst. Wenn ich den das nächste Mal sehe, schlage ich ihn K.O. Ich mache mir Sorgen um Danica. Sie ist deprimiert, isst nicht, schläft nicht. Vielleicht bitte ich Engrazia mal um einen Termin für sie. Sie braucht einen Seelenklempner. Was die Arbeit angeht, funktionieren die Regenerierungstanks prima, aber wegen des steigenden Bedarfs gehen uns die chemischen Aufspaltungsreagenzien aus und das Zellwachstumsregenerationsfluid ist fast leer. Und apropos Fluid, das ist das neue Zeug, was Dr. Marlans Abteilung uns benutzen lässt. Technisch ist es dasselbe Zeug wie sonst, aber ich bin sicher, dass die Molekularstruktur anders ist. Offenbar ist es viermal so effektiv. Es scheint ziemlich unberechenbar zu sein. Ich habe Dr. Harvey gebeten zu beantragen, dass wir zum Alten zurückwechseln, was er auch getan hat. Zweimal. Warum ignorieren die uns?
Hammerkrasse Riesenprügelei in der Kantine heute. Die ganzen Typen waren völlig verschwitzt und sahen aus, als hätten sie eine Überdosis Intus. Es hat einen erheblichen Anstieg bei gewalttätigen Angriffen gegeben. Ich könnte schwören, dass das etwas mit den neuen Vorräten, die angekommen sind, zu tun hat. Seit wir diese neue Regenerationsfluid haben, scheint auch alles andere etwas merkwürdig zu sein. Da bin ich mir sicher. Nahrung, Medikamente, Genproben, egal was. Ich habe mit Sadie gesprochen, sie ist auch sicher, dass es da Manipulationen gab. Der Gedanke, dass ich monatelang miese Nahrung zu mir genommen habe, macht mir einen Scheiß Angst. Ich werde ein paar Proben von einem Freund analysieren lassen. Bis dahin schließe ich nachts meine Tür ab. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Sadie hat mich in letzter Zeit auch komisch angesehen. Vielleicht tausche ich auch das Schloss aus. Es ist mir egal, es ist mir einfach scheißegal. Ich muss Danica sehen, unbedingt. Sie ist mit den beiden anderen in der Nähe des Hangars und ich stecke hier auf der Krankenstation fest. Zwei Gewehre von Malone und Bird und ein Laserskalpell. Mehr haben wir nicht, um dahin zu kommen. Sadie streitet da ständig mit mir drüber und kommt ständig mit neuen Ausreden. Langsam geht's mir echt auf den Sack. Hat diese Idiotin vergessen, wo wir sind? Die Groom Lake ist jetzt ein verdammtes Jagdrevier und meine Schwester steckt mittendrin. Kapiert ihr das nicht? Es ist mir scheißegal, wenn sie nicht mitkommen. Ich muss meine Schwester finden. Ich muss wissen, wie es Danica geht. Ich habe sie vor einem Tag oder so über Funk gehört. Daher weiß ich, dass sie noch lebt. Sie versteckt sich sicher. Danica war schon zu Hause beim Versteckspielen besser als ich. Es hat Stunden gedauert, sie zu finden. Einmal hat Mom einen Suchtrupp losgeschickt und sie hatte sich im hintersten Eck vom Garten versteckt und sich in einem Loch im Boden versteckt, wo Dad Rüben gepflanzt hat. Sie versteckt sich ganz sicher. Sadie macht mir Probleme, wenn sie nicht mitkommen will, muss ich sie wohl zwingen, ob sie will oder nicht. Was haben wir hier? Liebe Erica, ich war fälschlicherweise der Ansicht, dass deine Bitte einfach etwas paranoid sei, aber angesichts der Tests, die ich an den vorliegenden Proben vorgenommen habe, nun ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Konsequenzen sind beängstigend. Grundsätzlich schließe ich mich deiner anfänglichen Theorie an, dass einige Chargen einfach schlecht geworden sind, aber hier ist eindeutig mehr als das passiert. Wenn Chargen wie diese verdorben sind, sind sie komplett verdorben, nicht nur Teile davon. Ein Pilz beispielsweise breitet sich über alle Proben aus. Aber es gibt beeindruckende Unterschiede unter den Proben, die du mir geschickt hast. Einige scheinen für die Eigenschaften, die sie aufweisen, kultiviert worden zu sein. Wusstest du, dass die Brassica-Probe mit einer genetisch veränderten Form von PCP verbessert ist? Das weiß ich, weil ich die Probe an einer meiner Ratten getestet habe. Das arme kleine Ding hat übel um sich gebissen, hatte einen Krampf und ist gestorben. Der genaue Name lautet DV8-5, eine Droge, die sich großer Beliebtheit erfreute, um die Fähigkeiten der sogenannten Fernbeobachter während der Eugenikkriege zu verbessern. Zeug aus dem Labor, durchgestylt und professionell. Das Alarmierendste daran ist, dass ich wegen der verschiedenen genetischen Stämme in den 5 von dir zur Analyse eingeschickten Proben den Eindruck habe, dass diese Schadstoffe absichtlich Besatzungen und Patienten verabreicht wurden. Ich bin nicht sicher, welcher Irre so etwas tun würde, insbesondere auf einem Langstreckenlaborschiff, aber ich habe bereits eine Anfrage an meinen Vorgesetzten im Ministerium geschickt, damit die Angelegenheit genauer untersucht wird. Und unter uns, Erica, bitte pass auf dich auf. Du warst immer meine beste Schülerin und ich freue mich, dass du dich dafür entschieden hast, dich mir anzuvertrauen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass meine Antwort so lange hat auf sich warten lassen. Sehr vorsichtig, ganz liebe Grüße, Luke, Professor L.H. Musgrave, University of Tampa, Florida. Okay. Hier gehen ganz seltsame Sachen vor sich. Noch ein PDA. Ja, warum auch nicht? Oh. I think I found the crew. Are they also bloodied up, like the guy under the floor? You could say that. I'm not sure how many people I'm looking at. It's like something from a eugenics war painting. Try to push through, John. A few decks below, one step at a time. Aber das ist doch ein Blutfleck jetzt hier. Oder was meint er? Puh. Ich dachte, alles wird besser, wenn ich die neue medizinische Cheftechnikerin auf diesem Deck werde, aber ich fühle mich wie in der Höhle des Löwen. Der Lockdown vor ein paar Monaten war nervtötend, aber diese Diskrepanzen beim Inventar sind ein echtes Problem. Und dann sind gestern die Systeme völlig abgedreht. Das Erste, was Erica macht, ist natürlich bei ihrer kleinen Schwester anzurufen und abzufragen, ob alles okay ist. Irgendwie kann ich sie ja sogar verstehen. Ich wünschte einfach, dass sie auch manchmal nach mir fragen würde. Gestern beim Stromausfall war ich 2 Stunden lang in einem Lagerraum eingesperrt, aber... Danica geht es gut. Wer sollte sich schon für mich interessieren? Ich war ja auch nur in einem Produktlager, nur mit Pflanzenkulturen und menschlichen Gliedmaßen als Gesellschaft eingesperrt. Ich habe sie mir bei der Gelegenheit mal genauer angesehen. Das gehört ja schließlich zu meinem Job, also die Pflanzen zumindest. Und so war ich wenigstens abgelenkt.
allesamt feine Exemplare, außer 99D, E und F. Ich kann mir auf den Tod keinen Reim darauf machen, warum so übel mutierte Exemplare wie die in der Nähe der Gewächshäuser erlaubt sind. Und es sind noch dazu aktuelle. Lieber Gott, welcher Vollidiot bei der Logistik hat die ins Lager geschickt? Die Hydrokultur von Kane hat die strengsten Quarantänevorschriften der Galaxie. Wenn die dagegen verstößt, kostet es dich deinen gottverdammten Job. Es muss dieser neue Bereich ein paar Stockwerke tiefer sein. Bei denen stehen alle möglichen Vollpfosten auf der Gehaltsliste. Ich bin ja eigentlich gerne in den Gewächshäusern, aber ich schwöre, mit einigen der neuen Pflanzen stimmt was nicht. Erika meinte, ich bilde mir das nur ein, aber ich habe gerade neulich eine ganze Charge Brassica-Pflanzkulturen rauswerfen lassen, die Anzeichen etwas hatten, das dem Ulmenwelken ähnelt. Wie kann das sein? Ich werde einen Bericht schreiben, wie ich Dr. Malan und dem Vorstand erklären soll, dass wir mutierte Kulturen im Lager und völlig gesunde Pflanzen mit ausgerotteten Krankheiten haben, ist eine andere Geschichte. Okay, die haben alles gezüchtet oder was? Oder sind das Dreckeffekte? Erika hat ihren gottverdammten Verstand verloren. Jetzt verliere ich vor lauter Angst noch meinen Verstand. Sie hat uns wie Idioten durch das Schiff geschleift, um nach Danica zu suchen. Ich habe versucht, ihr zu sagen, dass ich neulich morgens eins von diesen Dingern gesehen habe, das sich Danicas Gesicht übergestülpt hatte. Oh Gott, allein bei dem Gedanken daran kommt sie hoch. Es krabbelte die Wand hoch und sah aus wie ein Ballon, aus dem die Luft raus ist. Ich könnte schwören, in Grazia hat es gegrillt, aber man weiß nicht, denn schließlich ist der Psychiater und kein Soldat. Aber ist irgendeiner von uns ein Soldat? Erika scheint zu glauben, wir sind bei den Marines. Sie wedelt mit irrem Blick mit diesem Gewehr herum und droht, jenen umzubringen, der nicht mit ihr einer Meinung ist. Erika, habe ich zu ihr gesagt. Du bist Krankenschwester. Gott, ich erkenne sie kaum wieder. Was ist mit meiner besten Freundin passiert? Was ist mit dem Mädchen aus Stokely, Mississippi, geschehen? Ich weiß nicht mehr, wer Erika Boxer ist. Erika ist heute Morgen gestorben. Meine Freundin ist tot. Eins dieser schrecklichen Dinge hat ihr die Wirbelsäule von meinen Augen aus dem Rücken gerissen. Ich bin wohl eine der letzten Überlebenden. Nicht, dass ich noch lange zu leben hätte. Ich kann fühlen, dass ich mit etwas infiziert bin. Ich habe mir heute Morgen mal das Hydrokulturlabor angesehen. Es ist völlig hinüber. Ich hätte es Ihnen sagen können, jeder hätte Ihnen sagen können, dass der Versuch, einen neuen Pilz zu züchten, damit er den alten tötet, in einer Katastrophe enden würde. Der Rest davon rührte sich nicht vom Fleck. Ich habe versucht, das Zeug mit dem Laserskalpell, das mir Erika gegeben hatte, abzulösen, aber das ging gar nicht. Zip, zisch, nix. Was es nicht umbringt, macht es tatsächlich stärker. Ich werde es nachher zurückgeben, um Erikas Leichnam zu holen. Ich werde nachher zurückgehen. Sie war zwar völlig verrückt, als sie gestorben ist, aber sie war meine Freundin. Ich habe sie immer noch lieb. Liebe Kollegen, alle von Ihnen, die noch in der Lage sind, Nachricht über das Internet... Achso, das ist die Nachricht. Viel. Ja, ich lese viel. Sehr geehrter Dr. Malan, zunächst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich Sie direkt anschreibe, aber es handelt sich um einen geheimen Notfall der Stufe Rot. Ich habe weitere Untersuchungen an den Proben 99D, E und F vorgenommen und festgestellt, dass ein Großteil unseres Bestandes vorsätzlich geschädigt wurde. Es gibt Hinweise, dass das bereits schon seit einiger Zeit so geht. Einige der Materialien sind schlichtweg verunreinigt, aber große Mengen scheinen illegal modifiziert worden zu sein. Ich bin nicht sicher, wer die neuen Zulieferer sind, aber das Inventar, das sie abgeliefert haben, entspricht nicht dem beiden chemischen Ladungsverzeichnis. Ich bin mir im Klaren darüber, dass es sich eher um ein Problem der Logistik als um eines der Hydrokultur handelt, aber Projekt Seed steht und fällt mit der erfolgreichen Kultivierung von hochnährreichen Pflanzen unter ungewöhnlichen Bedingungen. Mit unserem derzeitigen Bestand sind der Menge illegaler oder mutierter Nährstoffe, die in unseren Pflanzen gelangen, keine Grenzen gesetzt. Ich rate dringend dazu, dass die Logistik und der Medizinbereich gründlichere Untersuchungen der eingegangenen Fracht vornehmen. Ich habe den Verdacht, dass das Problem schon Monate zurückreicht, auch wenn ich keine Beweise habe, die das belegen. Bitte empfehlen Sie die umgehende Einstellung der Versorgung und die Dekontaminierung der Bewässerungsrohre, bis das Problem behoben ist. Beste Grüße, Sadie Callister. Liebe Sadie, ich liebe dich ja wirklich von Herzen, Süße, aber hast du den Verstand verloren? Diese Proben werden strengstens kontrolliert. Was, wenn Dr. Malan herausfindet, dass du Proben von außerhalb in die Lagerbereiche gebracht hast? Dann verlierst du nicht nur deinen Job. Ich mache, worum du mich bittest, aber nur, weil du noch nie falsch gelegen hast. Auch wenn ich dieses Mal bete, dass du dich irrst. Alles Liebe, Erika. Verschlüsselt. Okay, eine verschlüsselte Nachricht. Ich lese viel. So. Es geht hier raus, es geht da raus. Ich mache jetzt hier rein. Du wärst ganz glücklich, die wieder etwas mit Transporten in Röhren zu tun zu haben. Yeah.
ich lese halt viel. Ein freundlicher Hinweis, Einstellung eines Zeitcounters. They came for our mothers and then for our king, scratching the earth and eating the sin, changing God's work, a seed to begin. We burn them with fire and kill them with men. Let us remember, never again. Erzählt das, ist das Radio? Umriss des glatten Empfangsschreibtisches geben die Wölbung der Wände perfekt wieder. So, hier ist ein... Persönliches Datentech erkannt, John Maracek, das sind wir. Persönliches Datentech hat keine Sicherheitsfreigabe, System ist gesperrt. Okay. Dem müssen wir erstmal etwas entgegensetzen. Eine Entsperrung zum Beispiel. Hier ist so viel Gegend schon wieder. Blutbeschmierte Raumanzüge. Diese Anzüge sehen relativ funktionsfähig aus, trotz des neuen fleckigen Anstrichs, der ihnen verpasst wurde. Hahaha. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leben hier beendet wurden. Sehr viele. Hier ist ein Kraftfeld. Serotonergic receptors are present in your principal vascular system. Das heißt, aufgeladene Plasmamoleküle schließen über die Oberfläche eines unsichtbaren elektrischen Feldes. Komm nicht durch, ja? Okay. Okay.